Um das Thema Zwangsheirat. Sie ist zwangsverheiratet, sie wurde vergewaltigt und sie lebt in ständiger Angst vor einem sogenannten Ehrenmord. Ein absolutes Horrorszenario und sie ist kein Einzelfall. 25 Jahre ist Zainab alt, sie ist deutsch-libanesin und ihr Schicksal ist wirklich über alle Maßen schockierend. Wir haben sie zu einem exklusiven Interview getroffen und sie erzählt uns ihre wirklich erschütternde Geschichte. Meine Angst ist so groß, weil wenn ich gefunden werde, kostet das mein Leben. Ich werde dann umgebracht und werde dann als Ehrenmord abgestempelt. Zainab B. ist auf der Flucht vor ihrer eigenen Familie. Zu ihrem Schutz dürfen wir die 25-jährige Deutsch-Libanesin nicht zeigen. Den Namen haben wir geändert. Die junge Frau hat ein unglaubliches Martyrium hinter sich. Vor 3 Jahren wurde sie völlig nichtsahnend unter einem Vorwand in das Heimatland ihrer Eltern, den Libanon, gebracht und zwangsverheiratet. Heute versteckt sie sich in einer deutschen Großstadt. Es sollte einfach nur ein Familienurlaub werden. Das war gar nicht der Fall von einem Urlaub. Es war der Horrortrip meines Lebens. Dort war ein junger Mann, der viel Geld hat, der ein großes Haus hatte. Er solle der perfekte Mann für mich sein. Ohne mein Einverständnis haben die einen Hodja geholt, der die Ehe schließt, und haben mich verheiratet, ohne nachzufragen. Mit diesem Schicksal ist sie nicht allein. Zwar wurden laut Kriminalstatistik 2017 nur 24 weitere Fälle von Zwangsheirat in Deutschland gemeldet. Doch Silvia Krenzel vom Mädchenhaus Bielefeld weiß, dass bei der Erhebung der Daten nur Fälle berücksichtigt werden, die zum einen in Deutschland stattfinden und die zum anderen polizeilich gemeldet werden. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer derer, die von Zwangsheirat betroffen sind, sehr, sehr viel höher ist. Es ist eben sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Zahl zu fassen bei dem Phänomen Zwangsverheiratung, weil eben die wenigsten Zwangsverheiratungen öffentlich werden. Das heißt, die Betroffenen von Zwangsverheiratung zeigen das nicht an und dann gibt es auch keine offizielle Statistik dazu. Auch Zainab wird in keiner Statistik geführt. Sie hat ihre Familie nicht angezeigt. Ich habe den Mann am Tag meiner Hochzeit kennengelernt. Und es wurde am Tag der Hochzeit, keine 24 Stunden später, wurde ich vergewaltigt. Die schwer traumatisierte Frau geht, fast 4000 Kilometer entfernt von zu Hause, durch die Hölle. Natürlich, damit mein Glück sich total entfacht, wurde ich auch schwanger in der Nacht. Durch den ganzen Stress, es ist gestorben. Ich hatte eine Fehlgeburt. Immer wieder wird Zainab von ihrem Mann und seiner Familie misshandelt. Es war die Horrorzeit meines Lebens. Es war sehr schlimm. Es war unerträglich. Ich musste aber dadurch, weil ich keinen Ausweg hatte. Deswegen dachte ich, mein Leben wäre dort vorbei. Sie wird wie eine Sklavin gehalten. In ihrer Verzweiflung versucht sie mehrmals, sich das Leben zu nehmen. Hab's auch probiert mit Medikamenten. Es hat nichts geholfen. Die haben mich immer ins Krankenhaus gebracht und haben mir den Magen ausgespült. Die haben mich nicht in Frieden gelassen. Sogar dem Tod haben die mir nicht gegönnt. Zainab bleibt am Leben und wird fast 2 Jahre im Haus ihres Mannes eingesperrt. 2 Jahre sind kurz, wenn man die so sagt. Aber es sind wie ein ganzes Leben gewesen. Ich musste planen, wie ich abhauen musste. Unter dem Vorwand, ihrem Mann ein bequemes Leben ohne Arbeit und mit Hartz IV ermöglichen zu können, geht Zainab in die Heimat zurück. Dort soll sie die Ankunft ihres Mannes vorbereiten. In Deutschland angekommen, hofft sie auf die Unterstützung ihrer Eltern. Doch ihr Vater sieht die Ehre der Familie beschmutzt und will Zainab zurückschicken. Wieder muss die junge Frau fliehen. Ich musste Geld sammeln. Ich habe wirklich 1 und 2 Cent gespart, damit ich abhauen kann und auf niemanden angewiesen bin. Als sie mit ihrem Vater für einen Moment allein zu Hause ist, nimmt sie all ihren Mut zusammen und überlistet ihn. Hab ihn eingesperrt, sodass er nicht rauskommt, und hab den Schlüssel auf den Weg weggeschmissen und bin geflüchtet.
bin raus aus der Stadt und hatte nur ein paar Sachen, das Kleingeld und meine Freiheit. Die 25-Jährige lebt für mehrere Tage auf der Straße, bis sie von einer Freundin aufgenommen wird. Zeynabs wagemutige Flucht war erfolgreich, aber unglaublich riskant. Silvia Krenzel vom Mädchenhaus Bielefeld berät Frauen, die ein ähnliches Schicksal wie Zeynab erleiden, und hat einen wichtigen Rat. Das Allerwichtigste ist wirklich, dass sich die von diesem Thema betroffen sind, Hilfe holen. Dass sie sich an eine Fachberatungsstelle wenden, dass sie sich ans Hilfetelefon wenden. Das aber in einem geschützten Rahmen und wohl überlegt, wie kann so eine geschützte Flucht zum Beispiel aussehen. Und das, was ich jeder Frau mit auf den Weg geben möchte und was ich auch bei der jungen Frau, die sich bei Ihnen gemeldet hat, spüre, ist, dass man nie den Glauben an sich verliert und an die eigene Würde. Ihr Glaube hat Zeynab, wie sie sagt, die Kraft gegeben, die sie brauchte, um ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Dass viele Menschen Zwangsheirat direkt mit dem Islam verbinden, ist für die Muslime ein Vorurteil. Der Islam sagt eindeutig, man darf keine Frau verheiraten ohne ihre Zustimmung. Tradition hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich trage immer noch mein Kopftuch und der Islam hat nichts damit zu tun, was mir widerfahren ist. Seit sie vor einem Jahr untergetaucht ist, wird Zeynab von ihrer Familie gesucht und erhält regelmäßig Morddrohungen. Die 25-Jährige lebt in ständiger Angst, gefunden zu werden. Wir werden dich abstechen, du bist unserer Familie gar nicht würdig. Deswegen müssen wir unsere Ehre säubern und dich komplett aus dieser Welt wegschaffen. Doch davon will sich die junge Frau nicht mehr einschüchtern lassen. Deswegen hat sie uns ihre Geschichte erzählt, um anderen Mut zu machen. Es gibt immer einen Neubeginn. Ich habe ein neues Leben. Man sollte niemals die Hoffnung aufgeben.